Ja, also wir sind hier in der Wiese beim Zirkuszelt und das ist so eine Art Versammlungspunkt gerade. Das Camp ist ja verboten worden. Wir schlafen an verschiedenen Stellen in Bonn. Leute haben uns aufgenommen in ihren Häusern. Das war gar nicht so einfach zu organisieren. Und hier auf der Wiese am Rhein haben wir gerade schöne Sonne und bereiten uns vor. Morgen darauf Richtung Tagebau zu ziehen und dort die Kohlegruben zu blockieren und die Bagger dicht zu machen. Und wir haben heute jetzt ein bisschen Elemente aus dem Aktionstraining vorgeführt. Normalerweise dauert es hier immer mindestens 3 Stunden. Wir machen sehr viele Aktionstrainings, um uns vorzubereiten. Einmal, weil es sind sehr, sehr, sehr viele Leute bei Ende Gelände dabei, die solche Aktionen noch niemals gemacht haben, die sich nie vorstellen konnten, überhaupt sowas wie zivilen Ungehorsam, gesetzwidrige Aktionen zu machen, die aber einfach das Gefühl haben, die Zeit läuft ab. Wir können nicht mehr warten. Also die Politiker machen einfach nichts, die Industrie läuft weiter und die Kohle wird abgebaut, obwohl wir alle wissen, dass es aufgehalten werden muss, um die größte Katastrophe seit Menschengedenken zu verhindern. Und deswegen müssen wir jetzt handeln und zu Maßnahmen greifen, die wir vielleicht vorher nicht gemacht hätten, weil sie unbequem sind, weil sie uns Angst machen, weil sie Strafen bedeuten können. Und wir machen es trotzdem. Und aber um das in eine gute Art zu machen, wir wollen nicht nur die Aktion einmal machen, sondern möglichst oft. Wir wollen, dass Leute sich dadurch empowered fühlen und nicht schwächer. Deswegen versuchen wir zusammenzuhalten und uns gut darauf vorzubereiten. So gut das irgendwie geht. Die Realität ist natürlich oft nochmal wesentlich angsteinflößender. Genau, also wenn ihr das seht hier und jetzt noch nicht dabei seid, dann überlegt euch doch mal vielleicht euch Gruppen anzuschließen und euch zu engagieren. Und ich glaube, dafür ist es notwendig, dass wir uns organisieren und zwar vor Ort. Das heißt, wir müssen mit Leuten zusammenkommen, uns treffen, sagen wir bilden Gruppen, setzen uns zusammen und überlegen, eigene Aktionen zu machen. Wir müssen dafür nicht an einer großen Aktion teilzunehmen. Aber wir werden auch weitermachen als Ende Gelände und spätestens in einem Monat treffen wir uns wieder auf bundesweiten Treffen, um zu überlegen, wie es weitergeht. Wir versuchen das immer im Konsens und gemeinsam zu entscheiden. Und ihr seid herzlich eingeladen, euch daran teilzunehmen, weil wir noch nicht genau entschieden haben, was wir nächstes Jahr machen und wie wir darauf reagieren, dass offensichtlich ziemlich klar ist, dass das deutsche Klimaziel, die CO2-Ausstoß um 40% zu reduzieren bis 2020 auf keinen Fall erreicht wird und der Pfad auch gar nicht geändert wird, um das jemals erreichen zu können. Also wir müssen eigentlich zu noch mehr drastischen Maßnahmen greifen, als wir das jetzt schon tun. Danke. Noch mal ein bisschen Luft. Hier ist wirklich von der Online-Zeitung.